Zuerst haben wir gar nicht so viel gefilmt. Wir sind hier auf einem Zwischenhalt in Zülpich. Das ist das Gelände von der ehemaligen Landesgartenschau oder von einer ehemaligen Landesgartenschau, wo da so um einen See herum angelegt ist. Und was es hier hat, sind ganz viele Küngeli. Die sind gar nicht mal so scheu. Doch scheu. Es ist immer so ein bisschen schwierig, wie wird nachher ein Gelände von einer Ausstellung genutzt. Man sieht jetzt auch hier geradeaus. Möchten Sie gerne noch 2 Hektare an irgendeinen Investor verschachern. Ja, und sonst gibt es hier so eine Wasserabenteuranlage, wie gerade so wie es aussieht. Ich konnte nicht hineinschauen, das ist mehr aus den Beschreibungen aus. Plus ein Beiz natürlich am See. Und es hat Surf- und Segelschulen. Und ganz speziell hat es hier sogar noch die SFBEH, die Surfschule für Behinderte. Interessant. Was es auch noch gegeben hat auf diesem Gelände, ist ein Wohnmobilstellplatz. Und darum sind wir hier. Ich glaube, sonst, ich weiß nicht, hat eine schöne Altstadt mit einer Burg. Wäre noch sehenswert gewesen, haben wir jetzt einfach keine Zeit gehabt. Vielleicht ist es schon gerade ein bisschen fest neben uns. Ich weiß nicht, wer sich sonst auf Zülpich würde verirren. Das ist auch nicht gerade an der Verkehrsachse. Schön, die haben sich da wahrscheinlich fast ein Bein ausgerissen, was sie die Landesgartenschau gemacht haben. Jetzt hoffe ich, bleibt doch etwas hängen.